having fun on the finish line mit Spezial. Das haben wir gerade vom Doktor gekriegt. Infusion zum Trinken, weil wir haben alle kein Salz mehr. Die letzte Etappe. Hi Fabio! Die letzte Etappe war ein bisschen arschhart. Also wir trinken jetzt ein bisschen Infusion, um den Salzhaushalt zu. Lass dich schmeckt. Ja. Schon den. Prost! Und? Schmeckt. So. Gut, schmeckt wie mildes Salzwasser. Also nicht wie Meer, aber wie Salz. Ja, like salt. Like the sea. Sea water. Sea water. Well, the sunshine is. We haven't water. Ah, das hilft auf jeden Fall. Also ich, was habe ich alles von Salz gesehen, hier braucht man nicht mitnehmen. Kannst du ewig überall halten und ganze Steine. Hm. Wo ist Tomaten und Zwiebeln? Oje. Trink. Also das Leben eines Wüstenläufers ist schon hart. Und jetzt noch ein paar Pommes zum Salz. Das wäre gut. Das wird gut, ja. Mr. Ansal, müssen wir was trinken? Wassermelone. Wassermelone? Ich brauche schon Wassermelone. Möchtest du Salz? Nee, ich habe den. Also, sehr ehrlich, ja. Guck. Die Hände werden dick, ne? Ja, also, wenn ich merke, dass es zu viel Salz, dann. Ist das von zu viel Salz? Ja. Ist das zu viel Salz? Ich hatte auch nur zwei, weil ich hatte keine mehr. Genau. Ich hatte nur zwei, weil ich hatte zu wenig dabei. So, alles gut. Wir sind, ja, probieren wir es. Ist gut. Wir sind drin. Dritter Tag. Alles gut. Irrsinnige Hitze, kein Wind. Selbst Kollege Ansal musste irgendwie Mohammed bitter leiden. Weil die letzte Etappe war auch zu lang. Wir kamen dann mit Autos raus und haben uns Wasser gebracht, aber das war echt zum Eingehen. Aber alles gut, ich hoffe, die anderen kommen jetzt auch bald rein, Stück für Stück. Die sind mit Autos draußen und bringen den Wasser. Wird schon werden. Ich meine, nicht umsonst, es ist der heißeste Ort der Welt. Dementsprechend ist das hier erstaunlicherweise auch sehr warm. Also, alles gut. Ein paar Pommes mit Salz.